Dankeschön. Ja, mein Name ist Sebastian Spätenfon von G&H Systems aus Offenbach. Wir sind ein Systemhaus und eben auch Hersteller der Access Governance Lösung DACOR, mit der Sie systemübergreifend und herstellerunabhängig Ihre Zugriffsberechtigung eben auslesen können. Was sind die Ziele von DACOR? Nur die Ziele sind auf jeden Fall eine Übersicht über die Zugriffsberechtigung zu bekommen, Risiken aufzudecken und eben Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Das heißt, es werden alle Daten aus den Zielsystemen ausgelesen. Diese bringen wir in einen Kontext, um diese dann eben auswertbar zu machen. Und über ein Web-Frontend gibt es dann eben Auswertungsmöglichkeiten über die bestehenden Berechtigungssituationen. Und im System sind natürlich auch Tools mit verankert für die Bereinigung der Daten, sodass man eben eine nachhaltige Kontrolle der Zugriffsrechte bekommt. Das heißt, DACOR dient in allererster Linie als Audit- und Reporting-Tool und es alarmiert uns auch bei Abweichungen. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal, wie das funktioniert. Das heißt, als zentraler Punkt ist immer die natürliche Person. Und als ersten Schritt, was wir machen, ist, wir importieren also alle Mitarbeiter aus dem personenführenden System. Das kann also ein Personalsystem sein, das kann ein Verzeichnisdienst sein und lesen dann eben systemübergreifend alle Daten ihrer Systeme aus. Das sind also die Benutzerkonten, die Berechtigung und eben auch die Berechtigungszuweisung. Und das machen wir mit sogenannten nativen Konnektoren. Wir sehen hier auch einen kurzen Auszug, da geht es also einmal um On-Premises-Applikationen, aber eben auch Cloud-basierte funktioniert also auch. Falls das nicht gewünscht ist oder eben das vom System her nicht machbar ist, können wir auf jeden Fall auch mit Exportdateien arbeiten, wie zum Beispiel CSV oder XML. Wir haben jetzt mittlerweile bei einem Kunden ca. 460 Systeme angeschlossen und sind da eigentlich auch noch auf keine Grenzen gestoßen. Dann kommen wir zum Matching. Das heißt, wir weisen jetzt die Benutzerkonten mit den Matching-Mechanismen den natürlichen Personen zu aus dem Personalsystem. Und somit bekommen wir eben eine Gesamtübersicht über den Mitarbeiter und eben seine Benutzerkonten in den verschiedenen Systemen. Und dann gibt es noch eine interne Zuweisung von DACOR. Je nach Aufgabe und Funktion, wie jetzt eben ein System Manager, ein Rights Manager oder ein Person Manager. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, die Verantwortung auch aus der IT herauszulagern in die Fachbereiche. Und das schauen wir jetzt mal an, wie genau das, wie das funktioniert. Das heißt, wir schauen uns mal den System Manager an. Der ist eben verantwortlich für Systeme, zum Beispiel eine Active Directory, ein Filesystem, Mailsystem und er hat eben die Aufgabe, die Rechtevergabe zu analysieren und dann eben auch zu bewerten. Und der System Manager erhält eine Auflistung der Benutzerkonten und eben der Rechte innerhalb des Systems und kann eben hier auch direkt einen detaillierten Einblick bekommen. Falls dieses automatische Matching nicht funktioniert hat, da es eben keine passenden Attribute gab, kann der Systemverantwortliche natürlich hier auch diese eben der natürlichen Person direkt auch zuweisen, dem Benutzerkonto. Und zusätzlich soll der System Manager eben die Berechtigung kontrollieren und er hat auch die Möglichkeit, diese zu zertifizieren. Das bedeutet, ja, das ist in Ordnung, dass der Mitarbeiter diese Berechtigung hat. Oder eben bei einer falschen Zuweisung kann er eben auch einen Löschantrag initiieren. Das heißt, hier in diesem Beispiel sehen wir die Ansicht des Systemverantwortlichen, der ist jetzt zuständig für die Active Directory und er kann eben jetzt Benutzerkonten kategorisieren. Diese Kategorien können natürlich auch automatisiert werden, das heißt, wir können zum Beispiel sagen, okay, User aus einem bestimmten Container, das sind alles Admins und wir sehen jetzt hier auch in der Auflistung User ohne Kategorie. Und diese kann der System Manager auch manuell kategorisieren. Und die Frage ist, warum machen wir das? Nun, Ziel ist es eben, verwaiste Benutzerkonten aufzudecken. Das heißt, die am Ende nicht kategorisierten Benutzerkonten, die sollte man sich eben genauer betrachten. Und je mehr User ich eben kategorisiere,
desto einfacher ist es eben, die verwaisten Konten aufzudecken. Das heißt, Sie können sich hier auf jeden Fall Lizenzkosten sparen. Und eine Möglichkeit eben, ein verwaistes Konto zu finden, ist die Suche nach einem aktiven Benutzerkonto, die sich jetzt aber zum Beispiel länger als ein Jahr, 365 Tage, nicht angemeldet haben. Wir sehen also, das Konto ist aktiv und es gibt tatsächlich auch noch Berechtigungszuweisungen, aber das letzte Login liegt eben länger als ein Jahr zurück. Das heißt, entweder ist der Mitarbeiter ausgeschieden oder eben er benutzt einfach diese Berechtigung nicht. Eine weitere Möglichkeit, verwaiste Konten eben aufzudecken, ist die Suche nach gelöschten oder inaktiven Mitarbeitern im Personalsystem, die aber eben noch aktiven Benutzerkonten zugewiesen sind. Das heißt, der Mitarbeiter wird im Personalsystem gelöscht, aber er hat eben in den Zielsystemen noch Berechtigungen. Zurück zur Ansicht jetzt mit den Benutzerkonten in der Active Directory. Ich kann jetzt hier über das Icon Zuweisung auf der rechten Seite, kann man sich jetzt diese genauer und detaillierter betrachten. Das heißt, wir können jetzt ja mal schauen, wir haben den Mitarbeiter, den Herrn Carsten Koch, da klicken wir mal rein und wir bekommen jetzt eben einen detaillierten Einblick in die Berechtigungszuweisung. Und unter Zertifizierung sehen wir jetzt zwei Arten, einmal offen und zertifiziert. Offen bedeutet eben, das ist eine neue Berechtigung und diese gilt es jetzt eben zu bewerten. Das heißt, zertifiziert heißt, diese Berechtigung, die wurde eben zertifiziert, sprich, das ist in Ordnung, dass der Mitarbeiter diese Berechtigung hat. Und über den Button Aktionen gibt es eben zwei Möglichkeiten. Das heißt, wenn die Berechtigung in Ordnung ist, dann zertifiziere ich diese. Und diese Zeitspanne ist also pro System auch einstellbar. Das heißt, kritische Systeme kann ich öfters zertifizieren und eben als eben nicht so kritische. Und die Zeitspanne hier kann natürlich auch direkt individuell eingegeben werden. Oder eben genau das andere ist eben den Löschantrag stellen. Das heißt, dieses, was hier passiert, ist also auch frei konfigurierbar. Das heißt, entweder kann das jetzt eine E-Mail sein, die an den IT-Admin geht, dass er eben diese Berechtigung rauslöscht. Wir können auch ein Ticket in einem Ticketing-System öffnen oder eben das Ganze mit einem IDM-System verknüpfen, dass dort eben ein Antrag gestellt wird. Das heißt, wir löschen nicht direkt im Zielsystem, sondern leiten hier nur die Schritte hierfür ein. Wir triggern das Ganze. Und sobald eben das im Zielsystem geändert wurde, dann wird dies in der Historie des Users festgehalten. Das heißt, ich habe immer eine Reporting-Möglichkeit zu sehen, wer hat diese Berechtigung angelegt und wann. Das ist der System Manager. Dann schauen wir uns mal den Rights Manager an. Das heißt, der Rights Manager, der ist eben verantwortlich für bestimmte Rechte eines Systems, zum Beispiel eine Admin-Berechtigung in der Active Directory oder zum Beispiel ein Filesystem mit kritischen Daten, wie zum Beispiel Personaldaten, die eben nur von bestimmten Personen angezeigt oder eben gesehen werden dürfen. Und hier natürlich auch ganz wichtig die Funktionen wie zertifizieren oder eben auch das Löschen. Das ist der Rights Manager. Dann kommen wir noch zum Person Manager. Man glaubt es kaum, der ist also verantwortlich für Personen. Das heißt, das könnte jetzt ein Abteilungsleiter sein oder ein IT-Admin. Sprich, jetzt kann eben die IT sagen, okay, ich verlage jetzt diese Verantwortung in die Abteilung, da diese auf jeden Fall ihre Mitarbeiter besser kennen als vielleicht eine IT-Abteilung. Das heißt, der Person Manager kontrolliert die Berechtigung der zugewiesenen Benutzerkonten und kann eben hier auch die Berechtigung zertifizieren oder eben wieder auch löschen. Und diesen Soll-Ist-Vergleich zum Rollenmodell, das gucken wir uns dann später nochmal an. Komme ich gleich zu. Das heißt, ich habe jetzt hier die Ansicht des Abteilungsleiters und die zugewiesenen Benutzerkonten und die Berechtigung. Und ich sehe jetzt hier zum Beispiel die Übersicht über offene Zertifizierungen. Und über das Icon Detail springe ich dann eben direkt in die Sichtweise der jeweiligen Person. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Beispiel, das ist der Mitarbeiter Sebastian Radau. Und der hat jetzt eben seine verschiedenen Benutzerkonten in den Zielsystemen und eben auch die Gruppenmitgliedschaften im Bereich Consulting, die er eben erhalten hat.
Über die Aktion kann ich natürlich auch einen Löschantrag starten, das heißt bei fehlerhaften Zuweisungen, oder kann diese auch zertifizieren. Und wir sehen jetzt hier, dass es auch schon einen Löschantrag für Consulting gegeben hat. Und wenn die Löschung eben im Zielsystem durchgeführt wurde, dann erkenne ich eben beim nächsten Lauf, verschwindet diese Berechtigungszuweisung eben in dieser Sichtweise. Aber über die Historie zum Beispiel, diesen Button hier oben, kann ich natürlich auch immer sehen, wann wurde das gelöscht und auch von wem. Gut, dann komme ich noch zum Rollenmodell. Das heißt, wir sind mit DACOR in der Lage, ein Rollenmodell darzustellen oder eben auch dies zu erstellen. Und die Schritte, was wir machen, ist, also wir gehen hier abteilungsweise vor. Das heißt, man analysiert die Berechtigung einer Abteilung, werfen alle Mitarbeiter in einen Topf und dort, wo es eben Berechtigungen, sagen wir mal, zu 80-90% übereinstimmen, kann ich eben sagen, okay, ist eigentlich ein ganz guter Hinweis dafür, dass diese Rechte eigentlich in dieser Abteilung gebündelt werden können. Das heißt, ich definiere mir eine Schablone, die eben sagt, das ist in Ordnung, so sehen eigentlich die Berechtigungen aus und aufgrund der zugewiesenen Abteilung erhält eben der Mitarbeiter diese Berechtigung. Das heißt, Sie hinterlegen sich im DACOR das Soll-Konzept und vergleichen eben dies mit den Daten aus den Systemen. Wir können dann diesen Soll-Ist-Vergleich durchführen und prüfen eben, ob dies konform ist. Moment, da war ich zu schnell. Oder ob es fehlende Berechtigungen gibt oder eben auch Überberechtigungen. Das heißt, Sie nehmen also nicht in Ihrer aktiven IT-Landschaft Veränderungen vor und testen diese, sondern Sie hinterlegen sich in DACOR ein Soll-Konzept und lassen eben Ihre Landschaft dagegen laufen. Das ist die Idee. Und hier sehen wir jetzt die Ansicht eines Abteilungsleiters, der jetzt nicht mehr individuelle Rechte zertifizieren muss, sondern eben die Rollen. Das heißt, es ist viel einfacher jetzt für einen Abteilungsleiter, Rollen mit einer einfachen Beschreibung zu zertifizieren. Es ist weniger Arbeitsaufwand. Das heißt, er hat jetzt wirklich hier nur drei Rollen auf oberster Ebene zu zertifizieren. Und der gesamte Strang, der eben mit darunter liegt, das sind eben die ganzen Einzelberechtigungen, die werden eben mit zertifiziert. Hier sehen wir jetzt, dass ein Mitarbeiter fehlende Berechtigungen hat, zum Beispiel hier WLAN-Zugang, sollte er eigentlich aufgrund seiner Rolle haben, aber hat er nicht. Das heißt, hier sollte man auf jeden Fall klären, warum er das nicht hat oder eben auch eine Überberechtigung. Das heißt, wir sehen jetzt hier zum Beispiel zum Rollenkonzept, er hat eine Überberechtigung, das heißt, er hat diese Invoice-Administrator, das heißt, er kann also wirklich eine Rechnung stellen. Das könnte möglicherweise kritisch sein, ein Sicherheitsrisiko, das sollte man auf jeden Fall klären. Vielleicht hilft der Mitarbeiter gerade in der Buchhaltung aus, dann kann ich das Ganze zertifizieren, vielleicht für die nächsten 4 bis 6 Wochen und dann ploppt das Ganze wieder auf. Ich habe auch zertifizierte Überberechtigungen, das sind wirklich die Individualrechte, wie zum Beispiel jetzt hier das eigene User-Home-Laufwerk. Das ist natürlich in Ordnung, das kann ich natürlich zertifizieren. Dann haben wir noch die Möglichkeit, mit Regelwerken und eben Versenden von Benachrichtigungen zu arbeiten. Das heißt, wir können diese hinterlegen, die eben ständig geprüft werden und bei einem Verstoß bekomme ich eben direkt eine Benachrichtigung geschickt. Das heißt, ich müsste mich theoretisch gar nicht immer in DACOR einloggen, sondern bekomme eben direkt eine E-Mail. Wie wir jetzt hier zum Beispiel sehen mit der Funktionstrennung, Segregation of Duties, wo jetzt zum Beispiel der Mitarbeiter Müller und Heinz, die dürfen eben eine Rechnung erstellen und auch gleichzeitig eine Überweisung tätigen. Auf jeden Fall ein Sicherheitsrisiko, ich bekomme hier aber dann sofort eine E-Mail geschickt. Das kann ich individuell konfigurieren, was ich also da für Regelwerke hinterlege, das können Sie sich überlegen. Ja, noch ein paar Fakten rund um DACOR, das heißt, wir brauchen da keine langen Vorarbeiten, das ist eigentlich sehr schnell implementiert. Wir bieten im Zuge auch hierzu eine Schnellanalyse an. In 2 Tagen binden wir die wichtigsten Systeme an, lesen Ihre Landschaft aus und bekommen eigentlich schon direkt Ergebnisse, die wir mit Ihnen besprechen. Das heißt, Sie bekommen ganz schnell einen Überblick über Ihre IT-Landschaft.
Gerade auch bei Wirtschaftsprüfungen ist dieses Thema sehr interessant. Auch der Wirtschaftsprüfer könnte theoretisch seinen eigenen Login bekommen. Machen wir auch sehr gerne. Ja, wir haben Kunden aus verschiedenen Bereichen: Finanzwelt, Behörden, Krankenhäuser, Hochschulen, Industrie. Kleinste Installation liegt bei ca. 50 Mitarbeitern, die größte bei ca. 17.000 Mitarbeitern. Ja, das heißt, mit Accor haben Sie eigentlich alltagstauglich, einfach und eben auch kontinuierlich die Zugriffsberechtigungen im Griff und sind damit eben IT-compliant. Aktuell ist auch ein schöner Testbericht, wie es auch gerade schon erwähnt wurde, in der IT-Administrator mit einem sehr guten Bericht. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können uns auf jeden Fall besuchen am Stand 527 in der Halle 10.0. Das ist direkt unten. Das heißt, wenn es Fragen gibt oder auch eine Live-Demo, können wir das gerne tun. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit.